Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Long Dark mit mir, dem Eddie. Ich habe am Ende der letzten Folge gesagt, ich gehe zu Bett, also ich ruhe mich aus. Und ich habe mich ausgeruht, ich habe was gegessen, ich habe was getrunken. Wir haben jetzt da unten, wie ihr seht, wir sind ausgeruht, satt und der Durst ist auch gestillt einigermaßen. Weniger als eine Stunde Dunkelheit übrig. Okay, es dämmert quasi. Wir sind nämlich schief. Ich kann schon gar nicht mehr richtig reden. Wir sehen nämlich hier schon wieder ein bisschen was. Wir können hier alle möglichen Sachen noch zerlegen und zerprügeln. Für einen Notfall. Ich habe ja hier alles schon durchsucht. Hoffe ich. Und Kinderbett. Was kriegen wir denn eigentlich aus dem Kinderbett raus? Stoff und Zunder und Altholz. Weil an sich, wenn ich ehrlich bin, geht es hier nur im Weg um. Bei Gelegenheit. So, hier sieht man ein bisschen mehr. Was machen wir heute? Ich habe noch erfahren, wenn ich zum Beispiel so ein Seil hochkletter, wie wir es in einer der letzten Folgen mal gemacht haben, ich kann unterwegs auch diesen hier reinpfeifen und dann geht es auch nach oben. Da kann ich also auch meine Ausdauer wieder regenerieren. So hat man mir jedenfalls gesagt. Der Wolfman Jack hat diesen guten Tipp gehabt für mich. Den könnte man natürlich auch mal im Hinterkopf behalten. Für, naja, bevor wir abstürzen oder, wie gesagt, ich habe es ja noch nicht ausprobiert. Würde es auch nicht unbedingt ausprobieren wollen. Denn, wie wir ja wissen, wenn man hier bei diesem Spiel stirbt, dann ist es aus und vorbei. Dann fangen wir von vorne an. Was können wir machen? Was wollen wir machen? Wo habe ich eigentlich das Zeug hingelegt? Kann ich das sehen, was ich brauche, um wie ist denn das? Rucksack. Hier war der Bogen. Ich kann den nur ablegen. Das war übrigens auch noch so ein Tipp. Wenn ich so abgebrannte Fackel zum Beispiel oder so ein Zeug ablege, habe ich nicht hier auch noch eine hergelegt? Wenn ich sowas ablege, dann verschwindet es, sobald ich mich das nächste Mal wieder einlogge. Allerdings hat man mir gesagt, ich soll es in den Schrank oder in den Behälter legen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich hier auch schon mal hergelegt hatte, so eine abgebrannte, und die jetzt auch verschwunden ist. So ist es übrigens mit allem anscheinend, was keinen Wert mehr hat. Ich gehe mal kurz raus, um die Ecke rum und gehe in den Keller. Ich möchte nur mal gucken, was ich da alles rumliegen habe. Ich weiß es nicht mehr genau. Sorry. Ich höre irgendwas. Alter Verwalter.
Soll man den Bär erschießen? Der war aber nah da, oder? Alter Vater. Hier ist es ruhig. Hier nicht. Tonbug. Jedenfalls hinterlässt er keine. Keine Spuren. Ich wollte nur mal zielen. Ich weiß nicht, ob ich auf den schießen soll, ob das eine gute Idee ist. Wir haben ja schon mal den Bären erschossen. Aber macht es Sinn, wenn ich ihn eigentlich nicht brauche? Normal nicht, gell? Ich meine, würde jetzt zwar hier, wäre spannend hier, aber das machen wir anders mal, würde ich vorschlagen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe hier was hergelegt. Schau mal, alles getrocknet. Da können wir ja mal eine Bastelstunde einlegen. Gebirgenschößlinge, Ahorn. Ah, die sind noch nicht ganz. Und die auch nicht. Die brauchen auch noch ein kleines bisschen, die Rehhaut. Ja, aber das ist doch nicht verkehrt. Also, wir haben hier so getrocknetes Zeug und Mann, ist es hier dunkel. Wir haben eine Werkbank. Okay, wir brauchen zweimal Darm und einen Ahorn. Da der Darm noch nicht trocken ist, können wir das noch nicht bauen, weil wir haben nur einen Darm, der schon trocken. Außer wir hätten einen Moment. Ich guck mal schnell. Ob ich hier irgendwie. Ich habe drei, fünf Pfeile. Den können wir mal ablegen. Ich leg den mal. Damit man besser sehen, einfach hierher. Das ist alles leer. Ich wollte doch nachgucken. Also das brauchen wir dafür. Birkenschößling, okay, da können wir einen Pfeilschaft machen. Wir brauchen Federn dazu und eine Pfeilspitze. Wo ich aber nicht weiß, ob ich die habe. Wir könnten einen Bärenfellschlafsack machen. Da brauchen wir zwei Bärenfell. Ja, das Bärenfell habe ich natürlich in der anderen Bude. Eine Rehlederhose. Einmal Rehleder und das können wir vielleicht aus dem Ding da unten auch noch machen. Stiefel haben wir ja. Die Kaninchenpelzfäustlinge. Warum nicht? Schnur, Haken, Schlinge, Fackel. Gut. Da wissen wir Bescheid. Also wir können ein bisschen was machen, wenn dann das hier mal alles getrocknet ist. Weil ich glaube, jetzt da
Anzufangen lohnt sich nicht, aber was ich schauen wollte, war die Geschichte mit der Mütze. Wie sehe ich das? Die Mütze, wo ist die? Wir gehen mal zu den Klamotten. Wir haben mal die hier, die hat 0,9 Grad plus. Sehe ich das richtig? Und 0,5 Wind. Die hat 1,6 plus und 0,8 Wind. Ja, da würde ich doch mal sagen, ausziehen. Und dann würde ich vorschlagen, %. Wir könnten die Nähzeug. Wir reparieren das Ding mal. Dauert ja nicht so lang. 100%. Sauber. Jetzt müssen wir das nur noch anziehen. Wenn man mir jetzt sagen kann, wie das geht. Ah, hier. Okay. Anziehen. Jetzt ja. Ich habe es verstanden. Gut, ist wärmer. Wollen wir mal nicht abstreiten. Und dann haben wir noch die Aktion mit den blauen Handschuhen. Die haben 0,6 Grad Wärme und 0,3 Wind. Und die 0,4 und 0,4 Wind. Warum die jetzt mit den ganzen Löchern den Wind besser abhalten wie die, ist so eine Frage. Nicht sehr nützlich in der Kälte. Fäustlinge aus Wolle mit verstärkter Innenseite halten die Finger wohlig warm. Allerdings würde ich ja sagen, mit dem Ding kannst du hier kein Gewehr bedienen. Ist das so? Wenn ich die, pass auf, das da, zack, anziehen. Wie holt man die Knarre? Also scheint kein Problem zu sein. Er macht es auch mit Fäustlingen. Nicht, dass da auf einen Schlag die Meldung kommt. Eddie, so geht das nicht. Wechsel mal die Handschuhe, weil mit einem Fäustling kannst du den Abzug nicht bedienen. Das haben sie nicht bedacht. Oder jedenfalls nicht mit eingebaut. Das heißt, wir stiefeln nach oben. Wir sind hier so weit. Oder warte mal. Muss ich die Dinger, das kann ich vielleicht auch noch. Was brauche ich zum Reparieren? Stoff. Den haben wir oben. Oder haben wir hier auch einen? In der Werkbank. Oder so, dass das hier so dunkel ist, ist wirklich ärgerlich. Drum, drum. Nein, wir haben hier kaputten Pfeil. Ja, den können wir dann bei Gelegenheit vielleicht reparieren. Da können wir sicherlich die Spitze abmachen, wenn wir den zerlegen und können dann da wieder einen neuen draus machen. Aber erst, wenn wir, hey, ja, wenn wir hier mal ein bisschen Reparatur einlegen. Wir schauen mal nach oben. Hoffen, dass der Wolf nicht vor der Tür steht. Der Wolf, der Bär, der da draußen rumschleicht. Schön ruhig ist es hier momentan.
Ich würde gerne. Wir brauchen Fleisch auf alle Fälle. Ich wollte gerade sagen, ich würde gerne noch ein bisschen. Hier hatten wir mal Feuer gemacht. Ich nehme das mal mit. Und ich schaue mal nach Stoff da drin. Dann machen wir zweierlei Sachen. Wir zerprügeln mal diese Kiste, dass ich wieder ein bisschen. Hat er das jetzt gleich? Wo ist es? Habe ich jetzt einen Augenschaden oder irgendwas habe ich jetzt nicht verstanden, wenn ich ehrlich bin. Ich dachte, ich hatte kein Holz mehr. Ich bin bloß gerade ein bisschen am Rumgucken, ob hier noch so eine Kiste irgendwo steht, die ich. Oh, guck mal hier. Da haben wir ja auch noch Zeug. Eine Rehhaut und einen Darm. Das sollte man vielleicht nach unten bringen, wo das andere Zeug ist. Also wir wollen auf alle Fälle, brauchen wir den Stoff. Einen Moment, ich mach schnell Handzue. Aktionen. Reparieren. Schauen wir mal. Gescheitert. Wo haben wir denn eigentlich Stoff? Da. Ach, ich habe C. Ich hatte Stoff. Ich habe doch jetzt hier nur drei Stück aufgenommen. Okay. Jetzt hat es geklappt. Ich dachte, die hatten nur 50% und dann ist es gescheitert und dann stand da 58%, aber irgendwas hat da mein Hirn nicht richtig funktioniert. Ich pack mal schnell das nach da. Und das auch noch da. Alles, was wir nicht brauchen. Würde ich vorschlagen. Ich habe hier noch neuer dicker Wollpullover. Was ist denn das hier? Eine Jacke. Expeditionsparker. Wollpullover. Wollpullover, Sweatshirt, Skijacke. Ich möchte nur mal kurz. Sorry, ich will mal sehen. 1,6, 1,6. Okay. Ich habe es gesehen. Das Ding ist. Okay. Packen wir wieder rüber. Deutlich kälter wie schicke Bergschuhe. Wie das, was wir da anhaben. Schicke Bergschuhe, würde ich sagen. Sehr nice. Ja, optisch haben sie da die Klamotten. Das haben sie schön geändert.
Das kann ich nicht rausholen. Ich dachte schon, hier geht es nach oben. Einen Moment bitte. Wir zerlegen was. Können wir irgendwas zerlegen hier? Regal. Da kriegen wir 8 Altholz und Zunder raus und das dauert 2 Stunden. Sollen wir es machen? Komm. Wir werden schon langsam wieder schläfrig. So, und jetzt will ich mal sehen. Okay. Dann hat die Kiste nur ein Altholz gegeben. Mit dem können wir nichts machen, das ist schade. Das Tischding hier könnten wir zerlegen, da kriegen wir auch Altholz raus. Aber nur mal um die Bude ein bisschen aufzuräumen, ne? Wäre doch schön, wenn wir das alles hier irgendwie zu Schrott oder Holz zerlegen könnten. Schläfrig, durstig. Gegen das Durstig können wir mal geschwind Abhilfe schaffen. Dann sausen wir nach unten. Und dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich sehe nämlich gerade hier auf meinem Öhrchen, dass es ist schon wieder so spät geworden. Und ich würde sagen, nächste Folge. Jetzt habe ich die Sachen repariert, das wollte ich eigentlich nicht. Wenn ich ehrlich bin. Stoff ablegen. Ich wollte eigentlich zuerst Feuer machen. Darum habe ich die Kiste auseinander geprügelt. Wollte das Fleisch grillen und dann wollte ich die Sachen in der Zwischenzeit reparieren. Aber, ja. So machen wir das halt in der nächsten Folge. Und deshalb würde ich einfach mal vorschlagen, ich verabschiede mich hier an der Stelle von euch. Mache nochmal schnell ein Bild. Und bedanke mich wieder fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Eddie.